Koch jetzt dein Kack, Essen und Ess, Junge. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, geh jetzt auf dieses Kackklo, ey. Ohne Spaß. Was machst denn du da jetzt schon wieder? Oh, guck mal dem David beim Fernsehschauen zu. Oh, ist das interessant, oh. Yo, Leute, da sind wir wieder. Es geht weiter mit dem Sims 4 Let's Play. Jo, das letzte Mal waren wir ja bei The Gay Way und Dawid in der WG von den beiden stehen geblieben und ich denke... Wenn wir jetzt einfach mal weitermachen. Die sind hier gerade bei der Arbeit, glaube ich. Dann warten wir einmal kurz, bis die wieder da sind. Aber hier ist gerade etwas. Potenziell unbehagliche Konversation. The Gateway bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chatschleife eine ehemalige Flamme von ihm ist. Oh, und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll er den Chat starten oder so tun, als hätte er nichts bemerkt? Ich würde sagen, wir starten den Chat mal. Moment, ich möchte das da oben sehen. Zum Glück von The Gateway war die Beziehung nicht so einprägsam, wie er gedacht hatte. Oder wenigstens erkannte... Okay, gucken wir gleich. Da geht's hier bei Dawid weiter. Kundenzufriedenheit. Eine wütende Kundin ruft Dawid an und verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises für ihr neues Smartphone. Er kann die Kundin auszahlen und sein Spiel weiterzocken oder sie beruhigen und das Problem mit... Was? Und das Problem mit ihr erörtern. Ja. Also das hört sich ja danach an, als müsste der einfach die Kundin beruhigen, wa? Aber... Wenn das meistens so ist, muss man dann doch das andere nehmen, denn das ist ja voll offensichtlich, dass es wahrscheinlich sehr positiv ist mit dem Kunden beruhigen, weil wegen dem ja, Game weiterzocken und so, ne, und außerdem würde der dann Geld zurückgeben. Und ich mach das jetzt einfach mal. Erstmal das hier, oder wenigstens erkennt die Flamme seinen Namen oder das Profilbild nicht. The Gateway erfüllt die Serviceanforderungen dieses Kunden und vermeidet eine unangenehme Konfrontation. Okay, bestens. Beeindruckend. Dawid klärt schnell alle Probleme mit der Kundin und muss keinen einzigen Simoleon zurückerstatten. Der Chef von Dawid ist so begeistert, dass er die schwierigen Kunden jetzt immer auf Dawid abwälzt. Das ist doch wundervoll. Hat der David wenigstens mal ein bisschen was zu tun, wa? Okay. Oh, 248 haben sie beide heute verdient. Okay. Was tut er da? Er liest. Okay, was ist das? Okay, wahrscheinlich muss ich dann bald mal irgendwie Klaviere oder sowas besorgen, weil er Musik machen kann. Okay, er hat gerade Spaß. Okay, er ist wütend. Oh, was ganz Neues beim David. Warum ist gerade der Spaß so hart nach unten gegangen? Was will der denn? Gemein zu jemandem sein? Nein, ich will das nicht. Nein, du bist nicht gemein zum The Gateway. Der liebe The Gateway hat dir ja nichts getan. So. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich teilweise die Steuerung schon nicht mehr wirklich weiß. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, das ist ja alles relativ runter. So von der von dem Zeug, was die. Boah, Linksklick muss ich machen. Habt ihr da gerade hier diese Bedürfnisse halt? Sind ziemlich runter. Ich würde sagen, was machst du denn? Ich würde sagen, du holst dir was Schönes zu essen. Einen Grillkäse, komm, ja. Warm ess jetzt. Okay. Alter, David. Hat der Dawid gerade die Tür zugeknallt, Alter. Okay.
Ja, bitte, bitte sing einfach nicht in der Dusche. Ja, bitte. Nein, bitte nicht. Tu es nicht. Ja. Alter, kippt der da Salz drauf, du, ey. Wenn man sieht diesen... Ey, kann der erstmal bitte aufhören, unter der Dusche zu singen, Alter? Ist ja schrecklich. Okay, sozial, du kannst dich ja mal ein bisschen... Boah, ich vergesse mal, dass ich Linksklick machen muss. Nee, Quatsch. Okay. Blabber mal über der... über die Strategie. Aha. Ein sehr angeregtes Gespräch auf jeden Fall. Jibs. Blurna. Jibs. Derbna Treyu. Wunderbar, der Bubu. Ja. Ich würde sagen, du kochst dir dann auch gleich mal ein Macaroni und Käse. Warum zur Hölle kommt da aus einem leeren Glas grüner Dampf raus, Alter? Also da kann ja irgendwas nicht stimmen, ne? Okay. Ja, du musst jetzt mal ganz dringend was essen, ich weiß. Warum denkt ihr an brennende Stiefel? Was zur Hölle? Koch jetzt dein Kackessen und ess, Junge. Meine Fresse, ey. Ach ja. Der ist endlich mal fertig gegessen hier. Mensch, das dauert aber hier, ey. Meine Güte. Der hat noch Hunger, der hat fertig gegessen. Dann kannst du jetzt mal hier pissen gehen oder was auch immer du gerade zu tun hast da. Ja, okay, und da halte ich halt ruhig noch fertig. Ist doch nicht so dringend. Aber sieht jedenfalls danach aus, wa? Ja, komm, Hälfte. Ja, aber dann beeil dich erstmal ein bisschen, ja, ein bisschen. Ein bisschen, wenigstens. Meine Fresse, geh jetzt, auf dieses Kack-Klo, ey, ohne Spaß. Slapshin! Okay, du hast fertig hier, yes, dann wirst du jetzt hier mal alles aufräumen. Alles aufräumen. Da musst du gleich mal pennen gehen. Du hast keinen Spaß. Oh, dann kannst du... Boah, ich mach da einen Rechtsklick. Kanal schauen. Was schaut er sich denn mal an? Comedy-Kanal, der ist doch so ein Comedian oder sowas. So. Huch, jetzt habe ich Tab gedrückt. Ich bin auch so ein bisschen im Portal drin, weil da konnte man bei Tab immer die Sicht vom anderen sehen, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, wa? Was machst denn du da jetzt schon wieder? Oh, guck mal dem David beim Fernsehschauen zu. Oh, ist das interessant. Oh. Boah, meine Fresse. Du gehst erst noch ganz kurz an diesen Computer. Was zur Hölle? Spiel jetzt einfach, ja? Spiel einfach Sportspaß. Auch bekannt als FIFA. Und du? Solltest eigentlich hier Fernseh schauen. Nee, warte. Okay, setz dich automatisch wieder hin. Was schaut er sich denn da? Oder das ist ja voll Comedy, ey. Okay, das interessiert mich nicht, was der da guckt. Und dann, das ist echt ziemlich kacke. Was wollte ich hier jetzt noch gucken? Oh, der muss noch Videospiele spielen. Und du? Okay. Da steht aber nicht, wie lange der Videospiele spielen muss. Hat noch 11 Stunden bis zur Arbeit.
Ja, der muss gleich mal pennen gehen, das stimmt natürlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Zimmer von wem war. Ich würde sagen, du gehst jetzt einfach mal hier pennen. Und du? Ja, gehst jetzt hier pennen. Ich habe gesagt, ihr sollt pennen gehen, Mann. Ja, okay, spiel halt noch dein Spiel fertig. Kennt man ja. Deshalb sitze ich hier auch im Moment noch und spiele Sims. Weil ich auch, anstatt ins Bett zu gehen, lieber zocke, wisst ihr? Scheiß drauf, morgen um 6 aufstehen, ist mir doch egal. Lieber zocken, wisst ihr? Ja. Angespannt. Okay. Warum? Braucht wie. Ein richtiger Gamer, Alter. Braucht Videospiele, weil nicht genug Videospiele. Ja. Ja, okay. Du spielst jetzt mal Blickblock. Du bist noch am Pennen, kannst aber eigentlich auch schon aufstehen. Und du hast auch nicht hier noch gezockt. Meine Fresse. Ist das hier eine WG? Eine Zocker-WG? Was ist hier? Ja, kannst du danach mal aufheben. Ordnung muss sein, wisst ihr. Okay, keine Post. Oh, ich bekomme keine Post. So, der ist jetzt immerhin nicht mehr angespannt. Ach, okay. 25% erledigt. Okay, dann lasse ich den erstmal fertig spielen. Und du kannst dir dann hier schon mal etwas zu essen kochen. Machst dir mal einen Gartensalat, sind wir heute mal auf gesund und so. Ja, ich hoffe, das geht mal. Ja, ich spule das einfach noch mal ein bisschen vor. Okay, der ist ja am Essen, stimmt. Hast du noch irgendwas? Ja, du musst gleich auch was zu essen machen. 75%, okay, das müsst ihr gleich haben. Levelaufstieg. Mal gucken. Abgeschlossen. Okay, okay, dann kannst du jetzt auch nochmal was zu essen kochen. Rührei. Und warum zur Hölle hat er sich jetzt hier schon wieder was gekocht, aber nicht das gegessen? Ja, ja, okay, dann ist halt, wenn im Fernsehen schauen, auch gut. So, du hörst erstmal auf zu zocken hier, hast genug gezockt für heute und frisst jetzt. So, du musst gleich noch zocken. Ist fertig gemampft, dann zock jetzt. Du kannst ja mal ein Anfängerturnier teilnehmen. Ja, komm hier, mach mal ein Sport-Spaß-Turnier. Ach, kacke, eine Stunde nur noch. Naja, der hat ja schon 75%. David ist schon zur Arbeit, verdammt. Zeit für Arbeit. Los, komm, mach doch auf erledigt. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt zählt hier. Als Videospiel spielen. Mann, jetzt fehlt er bei der Arbeit, wollt ihr mich verarschen? Naja, dann gehst halt jetzt. Hast halt deine Dingsbums nicht geschafft. Naja, geht aber vorwärts hier. Okay, der wird bald befördert, würde ich mal behaupten. Der hier natürlich auch. Kollektion Hitzkopf, okay. Okay. 217 nur, okay. Ah, okay, Beförderung zur Qualitätssicherung. Der David wurde befördert, das ist doch. Da bin ich doch erfreut, das zu hören. Du kochst dir jetzt. Hat er schon? Okay, dann halt nicht. Du gehst jetzt erstmal. Ja, machen die ja schon alle alleine, ey. Aber du machst jetzt eine kalte Dusche. Damit dein Hitzkopf abgekühlt wird.
Okay, der muss auch wieder Videospiele spielen. Und der auch. Okay. Richtige Zocker hier. So. Der bald mal seinen Salat da fertig. Sollte wohl nicht so lang dauern. Psst, Alter, das, wenn das verschnellert ist. Ja, ist ein Kartensalat, ey. Ja, ist halt was anderes. Ist halt kein Gartensalat, ist mir auch egal. Aber ess einfach. Du, verdammt, das ist nicht gut. Ja, dann schlaf ein bisschen. Auch wenn du ziemlich Hunger hast. Hey, bist du irgendwie dumm oder so? Pff, lalala. Der ist am Essen, okay. Dann ess mal schneller jetzt. Warte, dann gehst du noch kurz duschen. Abwasch kann man später machen, nur vor Zeit. Psst, hört sich das an, ey. Dann wirst du es hier ein bisschen. Okay, schlaf halt. Pff, spiel halt nicht. Ist mir auch wurscht. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Willst du mich eigentlich verarschen? Naja. Du. Ja, okay, dann gehst du halt erst auch mal was essen. Warte, schnelle Mahlzeit machst du dir jetzt mal. Was gibt's denn da? Mach mal einen Joghurt. Ja. Du kannst ja jetzt auch mal aufstehen und. Ja, du musst auch wieder zocken, du, ey. Meine Fresse, ey. Du kannst ja dann mal. Ja, beschwer dich mal über Probleme. Okay. Ja, okay, sozial geht natürlich da gerade hoch. So, hat er dann bald mal fertig gegessen. Dann holst du dir hier nochmal Chips. Kein Fernseh schauen. Was ist mit dem? Der hat Hunger, okay. Kannst du dir ja auch mal hier ein paar Chips holen. So, was ist das? Was ist das? Dann gehst du hier mal. Ja, mach das schon alleine. Ja, wundervoll. Okay, du kannst. Nein, du spielst jetzt. Spiel. Ach, ich dachte gerade schon, der macht das. Du spielst jetzt mal Sims. Und du? Oh, da hat nichts zu tun. Dann malst du jetzt hier nochmal. Ja, ein großes. Und du bist denn. Oh, boah, jetzt ist dieses Kacklo kaputt gegangen, Alter. So, hat er das bald? 75% erledigt. Okay. Gleich, wenn das voll ist, wird er noch das Klo. Okay, abgeschlossen. Dann wirst du jetzt hier das Klo reparieren. Was ist mit dir? Du bist inspiriert, okay. Das wirst du auch nochmal verkaufen. 130, okay. Das macht wieder ein Selfie, Alter. Ach du Kacke. Ja, verwenden, ne? Und du musst auch noch zocken. Hä? Ach, der wollte gerade wieder anfangen zu malen. Ah. Ja, wenn du dann da fertig bist, wirst du hier erstmal aufräumen und dann eine Mahlzeit zu dir nehmen. Ja, komm. Spaß geht natürlich hoch. Wie lange muss er noch? Gerade erst begonnen, okay. 2 Stunden nur noch bis zur Arbeit? Wollt ihr mich verarschen? Das ist natürlich nicht so gut. Dann musst du ganz dringend essen. Nein, ja doch, okay, koch. Allerdings hat er nur noch 2 Stunden. 1 Stunde. Dann koch mal schneller und ess. Und du?
Ach, du hast auch Hunger, verdammt. Aber du wirst jetzt noch hier fertig zocken. Nein, 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 nicht hier hingehen. So, okay, der ist am Essen. Zeit für die Arbeit. Ich hoffe, der hat... Ja, okay, es ist immer wieder höher. David muss auch zur Arbeit. Ach ja, okay, er hat es abgeschlossen. Dann gehst du jetzt zur Arbeit. Hä, was macht der denn? Ich dachte, der wäre schon bei der Arbeit. Hä, willst du dich verarschen? Zur Arbeit gehen. Jetzt fehlt er. Wo will er mich eigentlich verarschen? Jetzt kommt der schon wieder zu spät. Ey, der will mich doch verarschen. Der Typ, der macht mich noch fertig. Auch schon wieder das. Dann startest du nochmal den Chat. Das kenne ich ja schon. Da wird es mal wieder wütend. Ich würde sagen, wenn die von der Arbeit kommen, beenden wir die Folge. Aber das dauert noch ein bisschen. 230, okay. Ich hoffe, der wird dann auch bald mal befördert. Nein, Alter. Okay, pennen. Das ist natürlich, weil der schon wieder zu spät zur Arbeit gekommen ist, kann ich mir gut vorstellen. Warum kommt der nicht von der Arbeit? Ach so, der muss jetzt länger bei der Arbeit bleiben. Eine Stunde länger, okay. Wenn du dann zu Hause bist, kannst du mal pennen gehen. Okay, Geld ist natürlich schon ein bisschen mehr als vorher und so. Los, mach mal hin jetzt. Okay. Kannst aufstehen, los und fertig essen. Alter. Ja, es ist ja langweilig. Warum ist die Tagesaufgabe immer Videospiele spielen? Ist ja voll kacke. Naja. Du kannst auch aufstehen und dir was zu essen kochen. Ja. Was denn? Was zur Hölle? Ist das etwa schon schlecht? Verdorben. Warum dampft das denn dann nicht? Ja, okay, warum dampft das denn dann nicht so, dass ich das auch sehe? Okay, dann wirst du das jetzt aufräumen. Ich glaube, dass es während der das angefangen hat zu essen, ist das schlecht geworden. Hallo, bist du dumm? Du sollst das wegräumen. Was macht der denn da? Nix Rührei essen, du tust das jetzt weg. Alter, will der mich eigentlich verarschen? Naja, okay, dann räum auf. Okay, David beim Kochen. Danach wirst du das verwenden. Hat der noch irgendwas? Dem geht's eigentlich recht gut, wenn er fertig gegessen hat. Oh, the gateway macht sich nützlich. Dann wirst du danach auch nochmal duschen. Will er mich verarschen? Warum macht er das denn nicht sauber? Säubern. Los, du säuberst jetzt. Okay. Okay, der David tritt also immer die Mülltonne leer. Finde ich super. Echt wundervoll. Dann stampft das doch ein bisschen noch. Hä? Dann halt nicht! Ist mir auch egal, dann halt nicht. Wo bist du? Da bist du. Ah, der hat natürlich nicht so viel Spaß gerade. Dann wirst du nochmal zocken hier. My Sims Go, okay. So, dann hätte man das auch. Und okay, dann kannst du hier das ja auch direkt mal verwenden nochmal. Dem geht's eigentlich recht gut. Gut, und ich würde sagen, das ist der Punkt, wo wir diese Folge beenden werden. Und damit würde ich auch schon sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen... Wenn es euch gefallen hat, was habe ich gesagt? Wird schon richtig sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch nach oben da. Das war jetzt grammatikalisch inkorrekt, aber das ist mir gerade relativ egal. Und wenn ihr mehr sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!